Am Montag, dem 8. Dezember 1980, kurz vor 23 Uhr, erschoss Mark Chapman John Lennon direkt vor dem Haus in New York, in dem früher die Beatles gewohnt hatten. Ein brutaler und durchgeplanter Mord. Er kostete einen der beliebtesten und einflussreichsten Künstler aller Zeiten das Leben. Wir bekamen die Meldung und machten uns auf den Weg. Und ich sagte noch zu meinem Partner, lassen wir uns etwas Zeit. Das sind vielleicht Chinesen mit einem Neujahrsfeuerwerk im Central Park. Einer der Passanten brüllte mir zu, Vorsicht, Officer, hier schießt jemand mit einer Waffe. Da wussten wir, dass es keine Knallfrösche waren. Also näherten wir uns vorsichtig und ich sah dann John Lennon bäuchlings auf der Decke liegen. Er blutete heftig. Wir wussten nicht, wer der Patient war, bis wir die Brieftasche aus seiner Jacke geholt hatten, um ihn zu identifizieren. Die Schwestern trauten dem Namen nicht. Dann fanden wir auch noch etwa $10.000 Bargeld in der Brieftasche. Und Yoko Ono kam in die Notaufnahme. Da wussten wir, dass wir es tatsächlich mit John Lennon zu tun hatten. Er hatte 4 Schussverletzungen. 3 im oberen Brustbereich und eine im linken Oberarm. Wir haben ihn in der Notaufnahme operiert. Mr. Lennons Brustraum wurde geöffnet und ein Herzkatheter eingeführt. Ich habe sein Herz in meinen Händen gehalten und es massiert. Aber als wir den Brustraum geöffnet hatten, mussten wir feststellen, dass alle großen Blutgefäße, die vom Herzen wegführten, vollkommen zerstört waren. Es gab keinen Weg, sie wiederherzustellen und ihn zu retten. Ich musste es dann zunächst Mr. Lennons Frau, Yoko Ono, mitteilen. Sie lag auf dem Boden aus Beton und sie schlug immer wieder ihren Kopf auf den Boden und sagte, nein, das ist nicht wahr. Ich musste ihr meine Hände um den Kopf legen, weil ich Angst hatte, sie würde sich verletzen. Als sie die Tatsache akzeptiert hatte, dass ihr Mann tot war, sagte sie als erstes zu mir, sagen Sie es keinem Fernsehsender, bis ich sicher sein kann, dass mein Sohn Sean nicht vor dem Fernseher sitzt. Und wir kamen überein, dass wir die Bekanntmachung 20 Minuten hinauszögern würden. John Lennon wurde heute Abend kurz vor 11 Uhr in die Notaufnahme des St. Luke's Roosevelt Krankenhauses gebracht. Er war bereits bei der Ankunft verstorben. Als John Lennons Tod bestätigt worden war, richtete sich das Interesse auf den anonymen Mörder. Nachdem er diesen scheinbar sinnlosen Mord ausgeführt hatte, hatte er sich selbst der Polizei gestellt. Das Profil eines brutalen Killers erfüllte er nicht. Er war sehr freundlich und hat sich sogar dafür entschuldigt, dass er uns die Nacht verdorben hat. Ich sagte zu ihm, wissen Sie, dass Sie sich Ihr ganzes Leben verdorben haben? Dann begann er von einem kleinen und einem großen Mann in sich zu erzählen. Und der große Mann habe den Kampf die letzten Male gewonnen und ihm befohlen, es zu lassen. Aber an dem Abend habe der kleine Mann gewonnen und ihn dazu gebracht, es zu tun. 4 oder 5 seien in ihm. Mark Chapman bekannte sich des Mordes schuldig und ging ohne öffentlichen Prozess ins Gefängnis. Die Ermittlungsergebnisse wurden nie veröffentlicht. Die einzigen Hinweise auf sein Motiv waren ein paar verblüffende Andenken, die er am Tatort zurückließ. Aber 10 Jahre danach bot Chapman seine Lebensgeschichte einem Journalisten an. Eines Tages bekam ich einen kurzen Brief, in dem er mich bat, ihn im Gefängnis zu besuchen. Als ich dort ankam, gab er mir einen Zettel, darauf stand nur ein Satz. Es tut mir leid, dass ich John Lennon getötet habe. Und ich sagte, wenn du das ernst meinst, sollten wir uns unterhalten, Mark, und etwas Vertiefendes dazu schreiben. Und er sagte, ich werde dazu beten. Er traf nicht die kleinste Entscheidung, ohne Gott zu befragen. Ein paar Tage später bekam ich einen weiteren Brief, darin stand, kommen Sie ins Gefängnis, ich gebe Ihnen Interviews.
Durch seine Gefängnisinterviews mit verwirrten Vietnam-Veteranen und Gewaltverbrechern hatte Jack Jones den Ruf eines ehrlichen und einfühlsamen Journalisten. Nun hatte er Gelegenheit, einen der meistgehassten Mörder neuerer Zeit zu treffen. Vielleicht würde man durch die Ermordung John Lennons meine Persönlichkeit finden. Chapmans Sehnsucht nach Anerkennung war allgemein bekannt. Aber seine Begeisterung, dafür seine Geschichte zu erzählen, ermöglichte zum ersten Mal eine Analyse und damit eine überzeugende Darstellung, wie und warum dieser Mann John Lennon getötet hat. Heute ist der 18. März. Es ist ein Montag. Jack und ich haben beschlossen, eventuell durch eine chronologische Betrachtung herauszufinden, was mein Leben und meine Persönlichkeit geformt hat. Über einen Zeitraum von 9 Monaten zeichnet der Journalist Jack Jones über 100 Interviews mit Mark Chapman auf und fertigt Mitschriften an. Geburtsort Fort Worth, Texas. In den seitenlangen, weitschweifigen biografischen Einzelheiten entdeckt Jones eine bemerkenswert genaue Beschreibung des Mordes an John Lennon. Ich erinnere mich, wie mein Verstand fragte, was, wenn ich ihn töten würde? Die vielen Details und Marks Offenheit sind meiner Erfahrung nach einzigartig. Nein, nein, ich will ihn umbringen. Er gehört mir, ich will ihn. Dann der Erwachsene. Mark Chapmans Gründe für die Ermordung John Lennons blieben Teil eines komplizierten Rätsels, das 25 Jahre lang eine Menge Psychologen und Psychiater verwirrt hat. Trotz der offensichtlichen Symptome beinahe jeder möglichen psychiatrischen Erkrankung erwies sich seine Verfassung als nicht diagnostizierbar. Aber Jack Jones war anders. Jahrelang zeichnete er Chapmans Lebensgeschichte auf, recherchierte und analysierte. Am Ende ergab sich das Bild einer hochgestörten Persönlichkeit, mit der Mark Chapman sein ganzes Leben lang zu kämpfen hatte, um die Kontrolle zu behalten. Zum ersten Mal erzählen Jack Spender die wahre Geschichte des Mordes an John Lennon und geben am Ende Aufschluss über die Beweise, die zur Zeit der Tat gesammelt wurden. Am Tatort hinterließ John Lennons Mörder Mark Chapman das handsignierte letzte Album seines Opfers. John Lennons Mörder war ein Fan. Und war es seit seinem 8. Lebensjahr gewesen. Sie kamen nach Atlanta. Ob ich meinen Vater gefragt habe, ob ich hin darf, weiß ich nicht. Aber dass ich ihn angebettelt habe, mir die erste Platte von ihnen zu kaufen. Sie hieß Meet the Beatles. Auf dem Cover waren ihre Gesichter. Mark Chapman wuchs in einer kleinen Stadt im Herzen des amerikanischen Bibelgürtels auf. Seine Kindheit verlief unauffällig. Er war ein einsamer Junge, der sich lieber Freunde ausdachte, als sie in der realen Welt zu suchen. Aber 1964 verliebte er sich in die Beatles, wie jeder andere in Amerika. Ihm hatte es besonders ihr freimütiger und schillernder Gründer angetan. Bei unserem letzten Stück muss ich euch um Hilfe bitten. Auf den billigen Sitzen bitte mitklatschen. Der Rest rasselt einfach mit seinem Schmuck. John war ein Vorbild, weil er eine Führernatur war. Ist ein bisschen albern, in Amerika zu sein und nichts zu Vietnam zu sagen. Ich meine, man muss was sagen, man kann nicht zu allem schweigen, außer man ist ein Mönch. Als Beatle war John Lennon einer der berühmtesten Menschen der Erde. Ende der 60er wurde er zur Stimme einer ganzen Generation. Es ist anstrengend, 7 Tage im Bett zu bleiben. Ich habe das schon mal in Indien gemacht. Wir tun es jetzt für den Weltfrieden. So wird man ein Heiliger, wenn man Dinge ausspricht, die andere ebenso empfinden. Frieden.
Als Lennon sich vom liebenswerten Schelm zum spirituellen Pionier weiterentwickelt, wird Chapmans Bewunderung ungewöhnlich intensiv. Ich erinnere mich an den ersten LSD-Trip. Natürlich. Die Beatles erweiterten ihr Bewusstsein. Sie meditierten, trugen lange Haare und Bärte. Und das alles deckte sich mit meinen Plänen. Bei seiner ersten Drogenerfahrung empfand er sich als vollständig. Und ich glaube auch, er fühlte sich seinem damaligen Helden ähnlicher, John Lennon. That his hero at that time continued to be John Lennon. Als Kind hatte Mark Chapman es schwer, seinen Platz in der Welt zu finden. Aber im Teenageralter fand er Bestätigung als drogenkonsumierender Hippie. Ein Selbstverständnis, das er direkt von John Lennon entlieh. We were hated.